Recht herzlich willkommen zur 159. Folge von City Skylines. Ja, wir haben hier hinten das Problem mit diesen ganzen Fahrzeugen der Müllabfuhr. Drehen wir mal die Karte und scrollen da rein und dann müssen wir mal schauen, dass wir jetzt hier so ein bisschen was managen. Letztes Mal, ja, kein Geld hatten wir schon gesagt, aber was mir da noch einfiel, wir haben ja dieses schicke Tool hier, ne? Und da können wir gucken, wer da Vorfahrt hat und wer nicht. Hier sind ja Ampeln und so und ja, da müsste man schauen, dass man da irgendwem Vorfahrt gibt wahrscheinlich und dem anderen nicht. Die Ampeln sind ja immer schön und gut, aber so, Vorfahrtsstraße. Okay. Straße anpassen. Jetzt ist das eine Vorfahrtsstraße. Das ist schon mal klar. Und jetzt müssen wir hier aber gucken. Wie kann ich jetzt gucken? Wie kriege ich jetzt dieses Kreuzung? Ah, da, okay. Jetzt möchte ich aus der Vorfahrtsstraße natürlich erstmal die Ampeln weg haben. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt definitiv einfach mal die Seitenstraßen als Stoppstraße haben möchte. Damit diese Staus weggehen. So, jetzt lass mal laufen und gucken erstmal, was da passiert. Sieht auf jeden Fall so aus, als ob. Wieso? Hier ist doch keine Ampel. Ach so, dann will der geradeaus. Okay. Okay. Hier ist eine Ampel auch Blödsinn. So, da tun sich die Straßen erstmal so auf. Hier hätte ich gerne das als Stoppstraße und das als Stoppstraße. Und hier auch. Und da auch. Und dort auch. Da auch. Die Ampel ist dann erstmal ausgeschaltet, will ich hoffen, ne? So, fahren die? Hier ist auch so ein Blödsinn, da ist überhaupt nichts, ne? Gut. Hier fahren schon mal welche wenigstens rein und raus. So. Hier muss das so geregelt werden, oder? Hier auch. Wo kommen die jetzt weg? Einfach nur von hier. Das brauchen wir nicht regeln. Das können wir so lassen. Hier müssen wir was regeln. Und da auch. So, mal reingeguckt. Die kurzen Straßen machen wir natürlich zur Topstraße. Außer hier jetzt. Kann man so auch Stoppstraßen mal abklingen? Eine Vorfahrtsstraße ist das dann, ne? Genau. So, wie ist es hier? Gute Frage, ne? Das machen wir zur Stoppstraße. Und hier ist das eine Stoppstraße. Das andere ist eine Vorfahrtsstraße. Hier machen wir das auch so. Und hier machen wir das so. Da war mal eine Straße wahrscheinlich, oder wie sehe ich das? Gut, das lassen wir so, da ist kein Stau. Tut sich denn hier was? Das ist die Frage. Die stehen noch bis auf der Autobahn, da standen sie schon immer, glaube, ne? Es kann natürlich ein bisschen dauern, bis sich das entzerrt, ne? Warum wird jetzt hier nicht weitergefahren? Ach so, das, die wollen nach da, die wollen nach hier, die wollen nach da. Und nach da. Die fahren nicht weg, die wollen nach da.
Hier ist kürzerer Stau, also abgelegene Vorfahrtsstraße wird das jetzt hier. Und hier wollen sie da rein. Die wollen hier rein, hier rein. Hier ist jetzt eine Stoppstraße. Macht aber wenig Sinn. Oder? Nee, warte mal, hier fährt noch gar keiner rein. Das ist nur ein Stau nach außen. Hier geht der Stau rein. Vielleicht ändert sich da gerade was erstmal. Ich glaube, das muss man erst auch eine Weile gehen lassen, ne? Dies hier ist so ein Kreisding wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht, wo die hin wollen, ne? Das ist das Problem. Irgendwann fließt es wahrscheinlich wieder. Also die hier kann schon mal eine Stoppstraße jetzt hin. Dann ist das so rum. Würde ich sagen, ne? Hier will keiner geradeaus, aber die kommen alle raus. Warum kommen die von hier und wollen nach da? Ist das hier so ein Ring oder was? Jetzt fahren die alle vor und die vor. Machen wir da Stoppstraße und da. So. Schauen wir mal. Also hier ist jetzt so, ne? Hier könnten welche wegfahren. Aber die wollen da wieder reinfahren. Vielleicht doch hier besser eine Ampel. Da vielleicht besser eine Ampel und da auch. Hier sind jetzt zu viele Fahrzeuge drin, wahrscheinlich. Kann man denn? Okay, läuft erstmal. Boah, jetzt kam hier noch einer zu, ne? Weil hier wieder war, ne? So, jetzt fuhren da zwei weg. Hier wollen die unbedingt reinfahren, ne? Kann man hier auch sagen, nicht links abbiegen? Routen. Straßen anpassen. Tja, könnte man eine Vorfahrtsstraße rausmachen, ne? Bringt dann aber nicht wirklich jetzt was. Problem ist momentan, dass die alle nachrücken, ne? Aber wir sind schon hier ein Stück runter von der Autobahn. Routen sehen, Ampeln an- und ausschalten. Stoppstelle an- und ausschalten, ja, ist klar. Hier ist jetzt die Vorfahrtsstraße leer. Bedeutet, wir können hier mal was rein theoretisch umstellen, bringt aber nichts. Jetzt haben wir zwar so die Vorfahrt, aber dieses hier ist sowieso egal. Das ist ein richtiges Kuddelmuddel hier, ne? Ich glaube hier, dieses hier ist ein Problem, ne?
Wo wollen die alle hin? Und warum fahren die nicht? Tendenziell neige ich dazu. Na, bringt auch nichts, hier jetzt eine Straße abzureißen. Ne? Wenn, dann könnte man diese abreißen zum Beispiel. Entschuldigung. Jetzt stehen sie schon bis auf der Autobahn wieder. Hier wird's eng. Die sind auf der Vorfahrtsstraße, können aber nicht weiterfahren. Weder da rein noch da rein, weil da voll ist. Die wollen weiter nach da. So, wenn ich das jetzt hier ausschalte, kann ich dann LKW anschalten und sagen, der soll woanders hinfahren. Was ist das? Und da kann ich die Route von dem sehen. Okay. Da fährt der da lang. Super. Bringt mir jetzt gar nichts. Außer, dass ich weiß, dass der demnächst da weg ist. Ja. Kriege ich jetzt immer diese Route von dem angezeigt oder was? Ja, interessant. Wie schalte ich das wieder aus? Gar nicht. Und jetzt ist der verschwunden. Auch interessant. So, deswegen fahren die nur, weil die Wartezeit zu lang ist und dann wird er von der Karte entfernt. Krass, oder? Aber wo der dann bleibt, ist die nächste Frage, ne? Das geht gar nicht. Gut. So. Kreuzung ist jetzt klar gemanagt hier. Das macht, also das macht nur Sinn so, ist klar. Hier ist dieses definitiv eine Stoppstraße. Vorfahrtsstraße. Hier eigentlich auch. Diese Straßen müssen Vorfahrtsstraßen sein, sehe ich mal so, ne? Obwohl es hier kein Problem ist. Wo wollen diese Fahrzeuge alle hin? Das ist die Frage, ne? Der möchte nur dieses Stück fahren. Der auch. Interessant, ne? Die wollen alle nur dahin, oder was? Und dann? Das ist krass. Ich müsste die zumachen hier, oder was? Wenn wir das abschalten, ne? Sechsundfünfzig Prozent voll. Die funktionieren, ja. Wenn man die funktionierenden. So, der ist jetzt hier reingefahren, fährt aber gleich wieder raus. Das ist das Problem dann, ne? Da ist er schon wieder. Momentan rollt hier sogar was. Respekt. Ja, jetzt geht hier gerade was, oder wie sehe ich das? Das Problem ist, dass die nicht da rein weiterfahren können. Die haben hier Vorfahrt, ja. Autobahnabfahrt ist ein bisschen weniger.
kommt da wieder einer raus und dann wird es schon wieder ein kleines Problem, oder wie sehe ich das? Obwohl das sich hier ein bisschen jetzt auflockert, oder? Wenn sich das hier auflockert, dann wird hier auch kürzer, oder? Das sieht ganz danach aus. Die hinteren Bereiche werden jetzt frei. Ich glaube, jetzt funktioniert's. Ist wie ein Kreisverkehr hier jetzt aufgebaut, ein bisschen, ne? Ja. Hier ist viel Bewegung drin. Die Schlangen werden weniger. Jetzt ist nur noch hier rechts. Und das kommt aber gleich auch. Vielleicht sollten wir das Gleiche, was wir hier schon gemacht haben, da auch machen. Aber gleich, wenn da keiner mehr fährt, diese vier Wagen weg sind, oder wie viel es auch immer hier sind, dann können die auch mehr fahren, ne? Ich glaube, jetzt kriegen wir das hin. Der ist gleich weg und dann geht der Verkehrsfluss auf der rechten Seite auch schneller. Hier vorne hat sich's ganz aufgelöst. So, das wird dann hier auf Dauer auch kommen. Nur mit Straßenverkehrsschildern das geregelt. Super. Das war auch das einzige finanzielle Mittel, was wir hatten, damit es klappt, ne? Und da sieht man nicht viel. Kreuzung wieder anmachen. Hier fließt jetzt wieder dadurch was. Der Rückstau ist nur noch hier und das löst sich jetzt hier gleich auch auf. Warum die drei jetzt nicht fahren, wollte ich auch noch gerne wissen. Jetzt fahren sie wenigstens. Warum wird hier angehalten? Was ist das hier? So, jetzt kommt das Ganze ans Fließen. Stau ist schon hier. Ja, okay. Ich glaube, das Problem haben wir zum Glück in dieser Folge gelöst. Und mehr haben wir auch nicht geschafft, ne? Kann man einfach nur so sagen. Ist aber auch wichtig, dass das wieder funktioniert, weil sonst hätten wir ein arges Problem in der Stadt gehabt nachher mit nicht abgeholten Mülltonnen, ne? Hier nicht aufleuchten. Da ist nur, ne, so ein bisschen Raub und sowas. Böse Geschichten halt. 22.000 Miese immer noch. Hatten wir, glaube ich, letzte Folge auch schon. Das ist ein bisschen schlecht. Leute laufen gerade weg. Das ist nicht gut. Ja, Budget. Zack. 10% machen. Die müssen leider auch ein bisschen mehr bezahlen. 12. Und die auch 12. Und wollen dann hoffen, dass es finanziell hier unten nochmal eine Steigerung gibt, dass wir da in den grünen Bereich langsam kommen. Häuser sind noch gefragt. Also Einwohner möchten gerne kommen. Ja, tendenziell müssten wir das mehr entzerren wieder. Wenn man nämlich jetzt hier haben wir immer zugebaut, ne? Das heißt, hier ist auch Verkehrschaos nachher. Ich denke, wir sollten hier zwischendurch erstmal noch was machen. Ah, weiß ich nicht, ob wir das auch. Vielleicht eher nicht. Den weg, dahin. Okay, da vorne lass es stehen. Hier noch ein paar Flächen zu und schon dürfen wir da welche wohnen. Läuft, ne? Gut. Der grüne Balken geht runter. Alles gut, also. So. Haben wir's. 12.000. Es wollen noch ein paar Wohnhäuser mehr kommen. Also haben wir auch gerade wieder gebaut. Jetzt geht es hier leider ein bisschen runter. 44 ist da, aber dafür haben wir diese 10.000 mehr gekriegt. Ja. Dann müssen wir da weiter dran arbeiten, dass das noch weiter läuft, ne? Hier wird der Müll nicht abgeholt, aber das sollte demnächst wieder laufen, weil wir hier unten ja jetzt das Müllproblem eigentlich gelöst haben. Stau von der Autobahn ist weg. Machen wir gerade hier wieder das Schild an. Kreuzung anzeigen. Jo. Hier läuft's. Alles
aufgeklärt durch ein paar Verkehrsschilder ändern. Super. Gut, okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal, wenn wir dann wahrscheinlich diese Straße hier abreißen mit der teuren Brücke, wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.